Ich werde so, Leute. Da sind wir wieder. Jetzt willkommen zurück zu Gothic 3. Gothic 3. Wir verlegen diese Aufnahme wahrscheinlich, weil ich gleich sterbe. Nee. Jetzt willkommen zu Gothic 3. Ich muss einen älteren Spielstand wieder laden, was ja jetzt nicht wild ist, weil geil. Denn in dem Moment, wo ich die letzte Folge beendet habe, bin ich kurz rausgetappt aus dem Spiel und dann kam der sogenannte Where is the Guru? Bug. Wir erinnern uns, oh lol. Ah, als, ah ja, die Länge ja nach. Lauf! So, warte. Boah, ich muss hier, glaube ich, erstmal kurz ein bisschen entlecken. Aber ich habe auch keinen Bock, dass du mich hier... So, ich muss jetzt erstmal wieder... Oh, nee. Erstmal wieder Grog umballern. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen! Das ist ein bisschen schwierig, ich... Denn er hat gerade einen Dämon beschworen. Jo. So, kommen alle hierher, Jungs. Oh, der hat einen Stock, der eine Söldner. Jo, komm her, Junge. Wo bist du? Nein, Mann. Ah, boah! Jetzt geht Marius Hemm. Ich glaube, der geht jetzt sogar auf Grog, weil Grog mich abgeballert hat. Warte mal. Oh, lol, ey. Was ist denn jetzt los? Jo. Jetzt geht Grog auf ihn. Warte. Ich werde dich zertreten. Ja! So, jetzt muss ich Marius kurz saven. Geht ja ganz schnell. Verschwindet! Geht! Der arme Marius! Die blocken immer so gut und unterbrechen einen perfekt! Scheiße, ich sterbe. Ich muss hier weg. Was? Ah. Und Heiltrank. Der Dämon ist halt echt knifflig. Ja, jetzt ist doch mal gut. Mann! So, jetzt hier. Wenn man über die drüber springt. Oh Mann, wir hatten das doch schon fertig. Jetzt mach doch hier schnell die Scheiße weg. Ich versuche jetzt einfach nur kurz Marius zu saven. Reiß dir den Kopf ab! Ja. So. Bin ich gut? Oder bin ich gut? Ja, du bist super, Marius. Ohne dich wäre das echt... Oh, er heilt sich jetzt erstmal, das ist gut. Ja, baller von hinten rein. Jawohl. Oh. Er böllert ihn einfach nur weg. Warte. Bleib stehen. So, jetzt ballert Marius erstmal wieder. Der braucht immer einen Aggro. Du bist Anlass. So. Mann, das hatten wir alle schon letzte Folge, ey. Aber es ist jetzt echt der letzte Rest hier auch. Oh, jetzt. Oh, jetzt hinter mir auch noch. Lasst Marius in Ruhe. Was geht los hier? Rückzug! Jawohl. Du, du bleibst hier, Junge. Mit mir an. So, Dimitar, du hast auch kassiert. Marius, nicht wieder pennen legen jetzt. So, das hatten wir. Bla 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 bla. Gut. Jetzt das große Looten. Ja. Kann jetzt. Ja. So, erstmal wo. Hier hatten wir alles, ne? Na gut, hier liegt nur der ein oder andere. Dämonenschwert verschwindet leider. Ansonsten ist das sehr, sehr gut. So. Generell können wir jetzt alles looten. Jedes Scheißhaus, jede Kacktruhe. Das ist das Angenehme. Die Situation hat mein Okara... Nee, Treles nicht. Denn in Treles haben wir ja außerhalb der Stadt die Stadt platt gemacht, falls ihr euch erinnert.
bei den Waldläufern. Und dann sind wir hinteleportiert zur Stadt. Und die Range war so hoch vom Kampf, wo die Quest abgeschlossen wurde, von wegen, yeah, Trelis befreit, zu Trelis selber, dass die ganze Scheiße resettet ist da schon und die Rebellen auf einmal waren und so. Und ja, das war kacke. Deswegen konnten wir dann da nichts looten. Was sehr schade war bei Trelis. Eigentlich müsste ich die da trotzdem mal wieder wegmachen. Bei Trelis ist halt schon, ja. So. Fröhliches Looten. Was haben wir hier? Metalltruhe. Wir können jetzt alles machen. Es ist quasi unsere erste freigekämpfte Stadt, ne? Da gibt es halt eigentlich... Also früher habe ich... zu holen. Früher habe ich das auch immer sehr früh im Spiel gemacht, weil es einfach so einen krassen Schub gibt, was Loot angeht. Du kannst das ja auch alles verkaufen, selbst wenn du es nicht brauchst. So, alte Truhe, genau. Abgebrochen. Ja, los, ran jetzt. Okay, das ist ziemlicher Crap. Oh, ich glaube, da war mal ein guter Trank dabei. Schatulle. Auch brauchbar. So, jetzt war hier so eine kleine Schatzkammer. Oh, Klingenstab noch. Kann ich jetzt auch alle looten. So. Ja, hier die ganze Scheiße weg. Easy. Goldpokal. Ich wollte kurz gucken, vielleicht wäre es ja ein... Nichts zu... Da ist nichts zu holen. Ein Feuerkelch gewesen, aber war es nicht. So. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach konsequent jedes Gebäude ab. Ne? Die Devise ist, wie Diego schon sagte, nimm mit, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Ja, die Sklaven hat es direkt am Anfang natürlich erwischt. Die halten natürlich nichts aus. So, was haben wir hier? Nichts zu holen. Kopnuss, Schatulle, Schürhaken, alles mitnehmen. Wir haben nie wieder Geldprobleme, sage ich euch jetzt schon. Kommt eigentlich auch gar nicht mehr so krass darauf an, weil wir haben ja eigentlich, wofür wir noch Geld ausgeben, sind halt höchstens Skills oder, keine Ahnung, Kleinigkeiten, Heiltränke, Dietriche, sowas. Von daher ist das jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, aber wie gesagt, wer weiß, was noch kommt, nimm mit, was du kriegen kannst. So. Ich nehme jetzt auch hier grob, also so für den kleinen Scheiß. So. Da im Sklavenviertel ist, glaube ich, eh weniger zu holen. Höchstens bei Mürzo. Und vielleicht bei, hat hier gerade wieder eine Waffe weggesteckt? Wo die Söldner schlafen. So, hier kleine Waffenkammer, kann man auch noch mitnehmen alles. Jawohl. Pfeife. Nichts zu holen. Okay. So. Ach ja, in seinem Haus natürlich. Oh, dahin lebt ja noch ein Lol. Die leben alle noch. Alles klar. So, große Truhe. Können wir ja jetzt knacken. Boah, 400 Gold. Krass. Haben wir ja gelernt. So. Vor allem, die Leuten juckt das auch nicht, wenn wir hier jetzt alles klauen. Das ist auch sehr angenehm. Der lebt auch noch, der Hamil. So, die hat's aber erwischt. Oh, hier haben die einen Ork getötet. Oh, noch ein. Krass. Das ist halt so ein bisschen schade bei Gothic 3. Also, wenn man halt Städte befreit mit Aufständischen zusammen, dann die Sklaven werden halt direkt weggemacht. Man hat dann höchstens so zwei, drei Leute. Entweder einen Paladin oder einen Magier. Da ist nichts zu holen. Einen Feuermagier von früher an der Seite, aber sonst ist das sehr schwer. So, hier jetzt Assassinenhaus. Ja, weil der hat hier ein paar Wertsachen. Waffenbündel, auch nice. Da ist nichts zu holen. Jawohl. Schild hängen wir auch noch ab. Schilder sind irgendwie verhältnismäßig echt viel wert. Das ist recht interessant. Irgendwie am Anfang des Spiels finanziert man sich immer durch helle Baden, die man aus Waffenlagern mitnimmt, und Schildern. Weil die einfach am meisten abdrücken. Ja, und Ork-Waffen halt auch. Deswegen, also am Anfang, wir haben es jetzt im Let's Play so gemacht, dass wir absolut nicht die Städte von Anfang an machen. Sondern, weil das Ding ist, am Anfang halt, ist es übel der Akt. So. In einem Let's Play ist das halt kacke.
So, ich müsste 1000 Mal neu laden und neu nochmal an die Sache rangehen. Und weil man halt sau oft stirbt einfach am Anfang. Aber wenn man so allein für sich spielt, ist das einem ja Jucke. Von daher macht man das dann einfach. Weil es boostet einen halt am Anfang so hart. Oh, ich habe irgendwie echt was im Auge. Ich habe gestern, also für euch, egal, letzten Freitag für euch, war ich auf einem Dreh spontan. Da haben wir ein kleines Halloween-Special gemacht. Ey, das war sehr cool. Und da hatte ich Kontakt, also ich habe so ein Special-Zombie gespielt. Und da hatte ich Kontaktlinsen drin und irgendwie, also es war das erste Mal, dass ich Kontaktlinsen drin hatte. Und die haben mich ziemlich gefickt, weil als sie rauskam. Abgebrochen. Ist Nonne, Alter. 3 alte Truhen in der Stadt. Krass. Maximales Mana plus 10. Und Stärke. Ich glaube, ich habe seitdem einfach irgendwas im Auge. Das ist echt eklig. So. Jawohl. So, warte mal. Wer hat jetzt eigentlich wirklich den Schlüssel für die Scheißkammer? Was ist, wenn der, der den Schlüssel hat, jetzt die Flucht ergriffen hat? Dann habe ich gelitten, oder? Dann komme ich da niemals rein. Ach du Scheiße, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oh, ich hoffe, ich habe den irgendwo jetzt eingesammelt mit. Ich habe ja alle gequick-lootet. Das wäre ärgerlich. So. Vielleicht, bitte. Ja. Okay, irgendwer hatte ihn und ich habe ihn eingesammelt. Schwere Truhe, nice. Geil. Inquisitor. Ist das ein Einhand? Yo. Maximale Lebensenergie 30, Klingenschaden 100. Alter. Warte mal, das Paladin-Schwert hat auch 100, weil es gesegnet ist. Aber hat plus 5 Lebensenergie. Das hier hat plus 30. Aber jetzt ist die Frage, wie hoch die Reichweite ist von dem Schwert. Wie sieht denn das aus, die Reichweite? Oh nee, das ist sehr kurz. Ich glaube, das ist nicht worth. So, Alter. Breitschwert, Langschwert. Schwefel, Dietrich, Goldbrocken, Heiltrank, Goldpokal. Jo, Lederschild. Alter. Schwarzer Rober, natürlich. So, hier ist jetzt aber nichts Tolles mehr, oder? Wenn ich mir vorstelle, für jede einzelne Scheißmünze mich hier zu bücken, ey. Uninteressant. Na, warte mal. Auch wenn ich es nicht mehr brauche. Für wen war nochmal die Quest? Oh, cool. Ja, gut. Nicht, da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ich will da oben ran. Scheiße hier. Da ist nichts mehr zu holen. So. Da die Schatulle. Hallo. Da ist nichts mehr zu holen. Drauf geschissen. So, schwere Truhe, genau. So, irgendwas noch? Irgendwas übersehen? Nice. Dann weiter. Oh, da war ein Waffenbündel. Auch nice. Eine Laute. Wir nehmen einfach alles mit. Total egal. Machen wir einfach rechtsklick, Spam. Boah, Alter. Da ist nichts mehr zu holen. Wahrscheinlich das ganze Spiel über daran sitzen. Die ganze. Also Geldern ist echt gut was zu holen. Ähnlich wie Okara und. Welche Stadt ist noch richtig big? Ähnlich Okara. Die zugehörige da, Stadt. Da ist nichts zu holen. Wie heißt die nochmal? Ich will mal Montreal sagen. Aber das ist falsch. Wie heißt das denn nochmal? Montera, genau. So. Das sind auch noch Dudes. Hier ist noch eine Truhe. Da ist nichts zu holen. Ach, hier auch noch. Alter. Vor allem sind die alle wohlhabend, ey. Wie scheiße. So, jetzt die Schlafstätten der Sonne. Da ist nichts zu holen. Glaube ich, nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So. Einfach mal auf den Tisch.
Betrüge, ja, drauf geschissen. Es kommt alles mit, was anvisiert werden will. So, jetzt hier unten rein nochmal und dann oben rein. Nichts zu holen. Dann sind wir durch. Sind jetzt auch, ja, ist jetzt auch ein bisschen langatmig für euch vielleicht. Wobei, es gehört einfach dazu. Und vielleicht auch interessant für euch, je nachdem, was wir looten. Wenn da geile Sachen dabei sind. Nichts zu holen. Das Inquisitor, die schwere Truhe und so. Die alten Truhen. Wobei da irgendwie enttäuschende Sachen drin sind. Irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass in den alten Truhen, die wir jetzt gefunden haben, krasser Loot war. Nur ein paar Zaubersprüche und ja. So. Jawohl. Gut, ich glaube, wir sind größtenteils durch. Oder? Ja. So, wir sind, glaube ich, durch. Gut, dann teleportiere ich mich jetzt mal. Warte mal, was machen wir jetzt? Was haben wir noch überhaupt hier Geldern zu tun? Da haben wir ja nur noch, genau, den Druidentrupp im Norden. Ja, eigentlich geht's halt jetzt Richtung Silden. Wir haben die komplette Umgebung erkundet. Wie sagst du denn jetzt? Fast oder mehr als 2 Wochen an Geldern. Das ist schon krass. Was ist hier eigentlich mit den Minen? Also, fanden da auch die Aufstände statt? Wie viel Ruf hat das jetzt eigentlich bei den Rebellen gegeben? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ruf bei Rebellen habe ich 38. Bei den Orks 31. Ja, also ich denke, ich werde jetzt... Ne, die sind weiterhin... Jo, läuft. Oh Gott. Was ist denn hier los, Alter? Ein bisschen entlecken. Boah, Stößchen. Plan ist, denke ich, Silden... Gotha, Faring, Vanguard. Ja. Und wenn wir das haben, dann ficken wir die Orks hier weg. Weil Paladin-Rüstung. Was noch? Ich möchte gerne mal mit Roba. Ich glaube, wir können das... Also, man kann ja für jede Fraktion das Spiel beenden. Wir werden es auf jeden Fall wahrscheinlich für die Assassinen tun. Gehe ich jetzt erstmal von aus. Aber sicher ist es nicht, ne? Was? Ja, jetzt... Warum ist es denn so legge hier? Ja. So. Ich glaube, der hat hier den See und alles geladen. So, wir sind jetzt hier an einem See. Rechts von uns wäre Okara. Hier, glaube ich. Links war das Rebellenlager. Oh, das ist eine Höhle. Ja, ein neuer Abschnitt, meine lieben Freunde. Es geht weiter. Da sind die Goblins am Start. Ich frage mich, ob in den Ruinen was... Das ist. Mann, wieso kann ich euch denn nie schlagen? Die töten mich halt fast. Weil ich immer über die hinweg haue. Naja. So, was haben wir hier noch? Da ist noch ein Goblin. Braucht die normalen Pfeile. So. Oh, drüber. Oh, was? So. Also Goblins waren in Gothic 2 wesentlich angenehmer. Hier sind 2 Höhlen sogar. Krass. Wir müssen ja auch noch einen Ork-Suchtrupp finden, der ja irgendeinen Druiden hier nördlich irgendwie finden soll. Ich speichere auch mal. Wir halten auch jetzt mit dem Helm zusätzlich noch so viel mehr aus. Also ja, ich werde auf Paladin-Rüstung gehen, denke ich. Ich bin ja, ich weiß ja noch nicht, wie ihr jetzt so reagiert habt, ob die letzten Folgen, das werde ich ja jetzt erst die Tage sehen. Da hatte ich ja auch mal gefragt, wie ihr das seht. Aber ich denke, die Paladin-Rüstung, die hat halt mit alternativen Balancing 150, glaube ich, und dann die anderen Resistenzen. Man ist nicht giftresistent, aber das habe ich ja generell auch gelernt. Resistent gegen Hitze brauchen wir eh nicht mehr. Und ich finde, die sieht ganz cool aus, so. Also, Assassine, ich finde auch, Assassine ist ja auch nicht immer gleich Assassine. Wenn ihr jetzt mal von Gothic 3 auch ein bisschen wegdenkt, dann gibt es schon auch Assassinen. Ich meine, letztendlich sind das Auftragsmörder, ne?
Und klar, hier in Gothic sind das so arabisch angehauchte, ne, die wohnen in der Wüste und tragen dementsprechend ihre Klamotten. Ich finde die schwere, habe ich ja schon mal gesagt, die schwere Assassin... Jetzt ist doch mal gut hier. Die schwere Assassinenrüstung finde ich gar nicht mal so geil. Einfach weil es aussieht wie ein Kleid. Ich habe ja gesagt, dass die Elite... Ne, heißt die überhaupt schwere? Wie heißen die nochmal? Ne, Elite, genau. Die schwere Assassinenrüstung, das ist übrigens Silden. Die fand ich ja immer nice, aber die ist halt viel zu schwach. Aber dieses Kleid, das ist halt eher so Schwarzmagier-Outfit. Das finde ich halt ein bisschen nervig. Weil so passt es irgendwie gar nicht zusammen. Gut, der Helm ist jetzt auch Mist. Aber so, keine Ahnung, da finde ich lieber, dass ich eine... Also warum sollte ein Assassine... Allein, dass ich das so breit trete und... Weil ich habe echt ein bisschen Bedenken. Aber eigentlich nicht wegen meiner Entscheidung, sondern wie ihr reagiert. Deswegen habe ich Bedenken. Warum sollte ein Assassine nicht eine Plattenrüstung anhaben oder so? Ich meine... Keine Ahnung. Es ist halt so ein Twist zwischen wie sieht ein Assassine aus und was ist denn das für eine Höhle? Und was ist sinnvoll? Weil, ich meine, würde man nur nach Aussehen gehen, dann wäre man halt wahrscheinlich in vielen Fällen ziemlich schwach. Wie gesagt, ich fand zum Beispiel die coolste Rüstung von den Assassinen war diese... Die mittlere, also nicht die leichte, sondern die, was die Elite-Kämpfer immer anhaben. Hier buddelt irgendwo wer. Ach, das ist die neu besetzte Höhle. So, ich würde sagen, der Ablauf ist so. Wir gehen jetzt erstmal hier links zum Rebellenlager, checken alles ab, dann sprechen wir in Silden mit allen Leuten und dann werden wir anfangen zu questen und die Umgebung zu erkunden. Ne? Also normaler Ablauf wieder. Ich gehe jetzt hier nochmal durch. In der Höhle war jetzt komischerweise nichts. Vielleicht führt uns da noch irgendeine Quest hin. Aber jetzt reden wir erstmal mit die Rebelle. Die sind da oben drauf. Oder? Er war doch hier, ne? Ja. Herrscherkraut. So. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Was ist das? Drachenwurzel? Krass. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Rebellenlager ist, was für Geldern und Silden zuständig ist. Aber ich bin auch sehr gehypt für Silden, weil Meisterbogenschütze lernen. So, Jungs, Boze. Bleib stehen! Was ist? Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist doch kein Assassine, oder? Nee, nee, nee. Assassinen machen dir Angst? Dir etwa nicht? Es ist furchterregend, was ich alles so gehört habe. Angeblich sollen sie Menschen verschleppen. Ja, wir sind alles Vergewaltiger. Wovon lebst du? Ich bin Holzfäller und verkaufe Holz und Waldbeeren. An wen? An die Fische aus Silden. Die kommen recht häufig hier vorbei. Doch seit einigen Tagen kam keiner mehr. Ich frag mich, was da nicht stimmt. Ja, weil hier überall Rebellen sind, oder? Ich könnte nachsehen, warum die Fischer nicht mehr kommen. Würdest du das für mich tun? Dann kannst du gleich dem Fischer Stan dieses Paket Waldbeeren mitbringen. Er hat es bestellt, war aber noch nicht wieder hier, um es abzuholen. Mhm. Nun gut. Zwei Rebellen, drei Rebellen. Wow, okay, wow. War das mal deine Hütte? Nein, aber meine sieht fast genauso aus. Die Orks haben ganze Arbeit geleistet. Okay. Du bist Holzfäller? Schon mein Leben lang. Ich wüsste gar nicht, Geil. Was ich ohne den Wald machen sollte. Steine klopfen. Du bist ein recht kräftiger Bursche. Ja, ich kann dir einen massiven Balken mit bloßen Händen zerbrechen. Alles klar. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, nee. Wir wollen ja erstmal noch ein bisschen, ich werde mal gucken hier, wie weit wir jetzt noch in Diebeskunst gehen. Und aber auch Alchemie. Natürlich müssen wir auch mal wieder ein bisschen was in Ausdauer und Leben stecken. Vor allem Leben, denke ich. Mit Ausdauer kommen wir eigentlich ganz gut klar. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir krasse Probleme haben. Aber warum sind hier jetzt drei namenlose Rebellen? Das verstehe ich nicht. Hier muss ja irgendeiner, zumindest, selbst wenn das nur ein Trupp ist, muss ja da irgendein Anführer von sein. Hä?
Hä? Check ich nicht. Ehrlich. Kein Plan. Muss ich das? Haben wir hier irgendwie? Vielleicht steht er ein bisschen außerhalb und beobachtet oder so. Ein Steinkreis, ein paar Hütten. Oh, was höre ich? Huch. Ah, ein Krokodil. Oh ja, da. Geil. Lappen. Komm mal her. Oh, lol. Geil. Die sind ja geil gemacht. So. Ja gut, dann gehen wir jetzt nach Silden rein, ne? Wir waren ja schon mal kurz in Silden, falls ihr euch erinnert. Was haben wir da nochmal gemacht? Giftresistenz wollte ich da lernen, ne? Nee. Ausdauer des Wolfes wollte ich da lernen. Warte mal, da sind Blutfliegen. Und Hirsch, auch gut. Bin so grausam. Komm her, Junge. Und Mädel. Fliegen sind für mich automatisch immer weiblich. So. Okay. Was haben wir da noch? Nichts, oder? Gut. Ja gut, gehen wir rein, ne? Silden ist sehr schön. Und, oh, auch ein Assassine sogar. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Quadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Das geht dich einen feuchten Dreck an. Nee, Mann. Er ist ja ein, nicht unbedingt Verbündeter, aber Gleichgesinnter. Ich bin neu hier. So, dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft, hm? Macht nichts. Ich werde mich schon um dich kümmern. Einige Dinge werden mein Freund. Sich ändern. Nice. Direkt Freund. Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe, findest du nicht? Was kann denn schon groß passieren? Gut. Ja, wir klappern. Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven? Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Was kann denn schon gehen? Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ja, dahin! Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. Du drückst dich ganz Ich will dir bei deiner aus. Sklavenjagd helfen. Sehr schön, mein Freund. Ich habe gerade erfahren, dass sich im Westen eine Gruppe Holzfäller herumtreibt. Ja. Das sind starke Burschen. Wenigstens einen von ihnen solltest du dir schnappen. Geil, ich nehme den, der hier mit einem Easy, mit einem Handgriff, ne, hat er ja gesagt. Was habe ich davon, wenn ich für dich einen Holzfäller versklave? Du wirst schon nicht leer ausgehen, mein Freund. Es kommt noch schlimmer. So, was hat da irgendwas Interessantes? Oh, ich kann verkaufen, Leute, ich kann verkaufen. So, erstmal die ganze Scheiße hier. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Alter, okay. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Warte mal, da geht noch mehr Kleinkram. Langschwerter. Jo. So, wir werden so in Geld schwimmen, ey. Geldern ausgehoben. Komplett. Bade. Erstmal Pause machen. Was ist los, Mora? Was ist los? Was willst du? Mauarm. Hast du nichts zu tun? Ich bin wache. Aber meine helle Barde ist verschwunden. Ohne helle Barde, keine Wache. What? So einfach ist das. Alter, ich habe 10 Millionen im Gepäck von deinem Boys. Der sucht seine helle Barde. Was ist los, Mora? Alles klar. Ich denk darüber nach. So, was haben wir hier noch? Kadok? Gehörst du hier zur Mühle? Ich gehöre nirgendwo hin, Kleiner. Seit ich nicht mehr als Schmied arbeiten kann, finde ich mich nicht mehr zurecht. Oh, ein Emo-Ork. Was ist dein Problem? Ich habe meinen geliebten Schmiedehammer verlegt. Dein Ernst? Glaubst du, im Hintergrund weiß noch, wo ich das Mistding gelassen habe? Ich will es gar nicht hören. Wenn du meinen Schmiedehammer siehst, dann bringst du ihn mir. Ist das klar? Alter, die Orks drücken sich vor der Arbeit, nur weil sie ihr Werkzeug nicht am Start haben. Geil. Geht das so nicht weiter. Wo bist du denn in letzter Zeit gewesen? Ich war in der Stadtschmiede in Silden.
und habe ein bisschen in der Arena gekämpft. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Irgendwo da muss ich den Hammer verloren haben. Als wenn das so Verstehe. Gut. Ich glaube, ich will das gar nicht Kannst hören. Du mir das Schmieden beibringen? Wenn ich wieder als Schmied... Ja, wenn Verstehe. Er seinen Hammer hat. Hör bloß auf mit der Scheiße. Gut, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal die Folge. Wir in der nächsten Woche werden wir hier alles weitere fahren lassen. Wie gesagt, normale Rotation, alle Leute ansprechen, alle Quests annehmen, dann die Quests lösen und die Umgebung erkunden. Bin gespannt. Ich glaube, es gibt hier ein Rebellenlager. Ja, mal gucken. Wir sehen uns. Viel Spaß. Wird das nie was. Am Wochenende.